Ja, servus Leute, ich bin's mal wieder, euer Jan, und willkommen zu einem weiteren 5 für alle Live-Commentary, heute mal auf Ascent, dem Weltraumaufzug. Das ist ein Weltraumaufzug, falls ihr es noch nicht wusstet, ja. Und die MP11 ist klein und süß und war bis vor kurzem, oder die war eigentlich schon immer meine geheime Lieblingswaffe in Advanced Warfare. Und die hat einiges drauf, also die hat's echt drauf, die Waffe. Diese Mini-Waffe hat so viel Power, wie ihr hier gerade sehen könnt, und kaum Recoil. Was natürlich nicht immer was Gutes ist, aber es ist doch schon schön, eine kleine Waffe zu sehen, die auch mal ordentlich austeilen kann. So, da könnte auch gleich wieder einer kommen. Nein. Also da ist auf jeden Fall ein Spawnpunkt, da muss man aufpassen. Und da habe ich gleich jemanden gehört. Okay, der weiß aber nicht, dass ich hier bin. Jetzt weiter. Wo bist du denn hier? Du entkommst mir nicht, mein Lieber. Sag ich doch. So, 4 zu 2 steht's. Da vorne habe ich gerade jemanden gesehen. Das ist halt das Blöde, wenn man keinen Blast Suppressor dabei hat. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Dieses Perk, dass man halt nicht angezeigt wird, wenn man... Oh. Wenn man seine Exo-Fähigkeiten benutzt. So, 5er Gunstreak. Erstmal die UAV einsetzen. Und falls ihr die MP11 noch nicht so viel gezockt habt, benutzt sie einfach mal. Also die ist einfach Hammer. Auch ohne Griff kann die Waffe was reißen. Weil wie schon gesagt, die hat nicht so viel Rückstoß. Und das macht halt die Waffe hier so besonders. Die ASM1 wurde ja auch erst letztens gebufft. Dazu werde ich auch noch ein Live-Commentary machen. Die ist auch sehr, sehr stark geworden. Die ist jetzt sogar... die stärkste SMG im Spiel, glaube ich. Da vorne in der Mitte sind welche. Die sollen wir jetzt aufpassen. Nein, ich will doch hier hoch. Ah, egal, ich schaff's nicht. Ich bin zu blöd dafür. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich hier mega krasse Noobs gerade in der Lobby drin habe. Aber ist doch gut für mich. Was machen denn die Leute da? Ich bin gerade auf einer 10er Gunstreak und das fällt mir nicht mal schwer. Oh, da oben. Gleich mal ein Double Kill abgeholt. Oder war das überhaupt ein Double Kill? Keine Ahnung. Nein! Da links müsste der sein. Ja. So, ich bräuchte mal wieder ein Kinderpäckchen. Und den habe ich ausgetrickst. Da vorne war nochmal einer. Oh nein, nicht sterben! 15er Gunstreak! 15er Gunstreak! Okay, da kommt gleich einer hoch. Ne, der chillt da einfach. So, Systemic einsetzen. Und dann schauen wir mal kurz in die Mitte. Weil da sehe ich ein paar rote Pünktchen da vorne. Alles klar. Der wird auch gleich wieder kommen und versuchen mich zu holen. Shit, ich habe kaum noch Money. Ich habe kaum noch Money, ich habe kaum noch Money. Oh nein. Oh nein, oh nein. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Oh, ich muss jemanden knifen. Oh, verdammte Scheiße. Das wird verdammt schwierig. Ich muss halt nur noch wissen, wo die ganzen Leute hier sind. Da ist einer am Start. Dankeschön. Der wird jetzt von hier kommen wollen. Oh shit, schon wieder keine Munition. Ich sollte nicht fast reloaden, wenn ich keine Muni mehr habe, ich Idiot. Oh mein Gott, ich habe ihn einfach nicht gesehen. Auf was für einer Gunstreak war ich denn da gerade? 21? 22? Irgendwie sowas? Auf jeden Fall über 20 schon. Das war gerade ziemlich krass, ja. Da rechts war gerade einer. Oh, da schießt mich jemand an. Wir schauen mal wieder in die Mitte. Ja, der chillt da. Und versucht die Leute zu holen. Mit einem ganz billigen Trick.
Damit hätte ich rechnen müssen. Dankeschön. So. Und ich wette mit euch, dass der eine immer noch auf dem Dach chillt. So, okay, der weiß natürlich, dass ich hier bin. Den Double Kill hier geholt. Mal kurz hier schauen. Ne, der ist da nicht mehr. So, die haben wir. Den hier auch noch. Da wird gleich nochmal einer kommen. Ausgetrickst, mein Lieber. Hinter mir ist wieder jemand. Also man hört ja wirklich keine Schritte mehr. Aber dieses Rumgejumpe, das ist so offensichtlich. Und vor allem, wenn man keinen Blast Suppressor hat. Und was macht denn der da schon wieder? Das ist keine gute Strategie, Leute. Das kann ich euch hier hiermit bestätigen, weil der Typ verreckt die ganze Zeit. Okay, der ist, glaube ich, unter mir. Oh, da war auch noch einer. Vielleicht kommt der gleich. Ja. Alles klar. Ein. Was ist der Endscore? Ein 30:3, Leute. Frei für alle auf Ascent mit der MP11. Probiert dich auf jeden Fall mal aus. Die macht richtig Laune. Richtig, richtig Laune. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Das war's von mir und Servus. Bis zum nächsten Mal.